Mein letztes Video war natürlich voller Emotionen, ist klar. War ja aufregend ohne Ende. Und ich mache solche Videos, weil an sich diese Videos allen angeht. Ich nutze jetzt eben so die Zeit. Eine Stunde ist uns genommen worden. Jetzt haben wir statt 4:30, 5. Oh, das sind also Sachen. Das Wetter schwingt auch. Oh, man hat dann Kopfschmerzen, haben viele Kunden auch. Wie gesagt, ein Mensch, also hier in diesem Fall, haben Ärzte Mist gebaut, wollen die nicht zugeben. Ist okay. Das regel ich aber noch. Wie gesagt, der Ärztin auch geschrieben da, meine liebe Ärztin. Na, ich sehe eine Menge da. Ich habe mal eine Frage, eine öffentliche Frage an alle, die dieses Video jetzt hier sehen. Sind wir eigentlich nicht mündig? Sind wir keine mündigen Bürger oder so? Meint denn wirklich die Politik, meint denn wirklich die Ärzteschaft oder diejenigen welche, dass die die Herrschaft sind, dass die alle Ahnung haben? Nee. Meine lieben Freunde, in der Politik, auch Ärzte, Rechtsanwälte, wie ihr euch alle schimpft, Ahnung habt ihr nicht. Ihr seid beruflich unterwegs, das ist richtig, aber der Mensch ist Mensch. Der Mensch braucht euch nicht. Ihr gebt keinen Zwang, ich muss nicht einen Arzt haben, einen Anwalt. Das ist alles nicht richtig. Es gibt keinen Zwang. Es gibt eine Charta von 1966, da steht das fett drin, dass wir nichts müssen. Ne? Es gibt keinen Zwang. Ja, man geht halt vertrauensvoll zu einem Arzt, in der Hoffnung, dass der Unwissende mich, dem Wissenden, also ich weiß ja, wo es weh tut, dass der mir dann die richtige Diagnose rüberbringt. Ne? Ja, das Problem ist halt nur, wenn der Patient auch Ahnung hat. Ne? Dann fängt das ja dann an, der Ärger. Ja. Nun, alte Menschen, also ich habe ja also diesen Vorfall mit meiner Mutter, die jetzt wie gesagt 23, 24 Kilo wiegt, also ein Häufchen Elend, sich kaum noch bewegen kann und man sagt, ja, die stirbt. Ja, ich meine, es ist ziemlich fahrlässig. Man geht ziemlich fahrlässig damit um, solche Äußerungen am Telefon zu machen. Und das war wie gesagt um 9.15 Uhr. Am Freitag und jetzt haben wir hier 16, also mit der Sommerzeit, jetzt haben wir ja Sommerzeit, haben wir natürlich jetzt im Moment 16.45 Uhr und dann noch der Sonntag. Also heute ist Sonntag und seit 9.15 Uhr Freitag hier war ja die Hölle los und keiner wusste und so weiter und so fort. Ja, also an alle Freunde, denen auch ziemlich übel mitgespielt und auch den Kunden, denen übelst mitgespielt, leider sind wir selber schuld, dass wir das zulassen. Wir lassen das zu. Ja. Wir lassen es zu, dass die mit uns machen können, was sie wollen. Die angeblichen Ämter, die angeblichen Ärzte, die angeblichen Anwälte, die angeblichen Richter. Wenn man das alles sich mal so anschaut, ey Leute, das ist eine riesen Seifenblase, das stimmt vorne und hinten nicht. Wenn ich das Wissen habe und ich kann mit dem Wissen umgehen, kann ich dieses Wissen auch nutzen. Ist so. Ist richtig, wenn nur Vergleiche gezogen werden, dann kann ich das nicht nutzen, nur wenn es öffentlich eine Verhandlung, die auch abgeschlossen, dann kann ich diese Verhandlung und den Abschluss nutzen, um darauf hinzuweisen, hey Leute, das BGH und wie die alle heißen, haben das aber anders entschieden. Gut, wenn die Politiker der Meinung sind, seit 1956, sie müssten sich hier nicht bewegen und können hier machen, was sie wollen, wir haben sie gewählt. Wir haben sie gewählt. Also ich möchte mich auf diesem Wege bei allen bedanken, die mir graduiert haben, die mir Hoffnung und Mut und was weiß ich gewünscht und alles. Herzlichen Dank. Natürlich bereite ich jetzt alles vor, ist klar. Aber wie schlimm das ist, weiß ich nicht. Vielleicht kriegen wir sie ja nochmal in den Griff. Mein Vater lag damals auch so schlimm. Haben die Ärzte auch. Boah, 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 peng, boom, well. Ja, danach habe ich ihn hochgefahren und er war... Hallo, er war da und er hatte 5 lange Jahre Spaß gehabt. Also mir fällt auf, wenn man heute ins Krankenhaus kommt, kommt man kränker raus, als man reinkommt. Im Fall meiner Mutter war aufbauen. Die hatte 30 Kilo, die hatte Grippe, da hat die Ärztin gemeint, können wir sie nicht aufbauen. Da habe ich gesagt, gut, bauen wir sie mal auf. Da haben wir sie halt aufgebaut, Hustekuchen, abgebaut. Ja, ich habe mir gerade die Verletzung angeschaut, ist klar, weil... 24 Kilo ist nicht viel. Das ist also Knochenbau mit Haut drumherum. Das ist natürlich nicht so schön. Aber wie gesagt, ist halt so. Und es ist traurig, dass es so ist. Und es ist sehr traurig, dass man nicht helfen kann. Die Wut
mich helfen zu können, war klar. Ne? Meine Mutter hat, ist klar, ich hätte, wie ich sie da gesehen habe, wie sie da im Bett lag, mit dieser Information, mit der falschen Information im Ohr, war ich natürlich aufgebracht. Habt ihr ja auch im Video gesehen, in einer stillen Stunde habe ich es laufen lassen. Und habe festgestellt, dass man durch diese ganzen Emotionen, durch diese ganze Aufarbeitung, für mich ist das ein Fall, wie andere Fälle auch, nur interessiert er mich jetzt selber. Jedenfalls habe ich die Ärzte in die Pflicht genommen, weil die haben das verursacht. Die sollen mir jetzt keine Diskussion da auf den Weg bringen. Die Ärzte haben, wie gesagt, falsch sich verhalten und dadurch ist das passiert. Wie jetzt die Ämter reagieren, weiß ich nicht. Und ich habe jedenfalls eine zusätzliche Person geordert, die jetzt die Nahrung da abgeben soll. Wir haben also Babynahrung besorgt, Säfte besorgt. Jetzt muss man natürlich gucken, ob wir da nicht vielleicht auch noch Nährstoffe. Die Pfleger geben meiner Mutter Kuchen. Kuchen, die angeblich im Sterben liegt. Ist ein bisschen makaber, das Ganze. Es ist makaber, das Ganze. Das muss ich einfach mal so sagen. Ja? Und wenn die die Verantwortung nicht übernehmen können, dann frage ich mich, warum sind die dann im Heim, am Arbeiten? Also wenn ich was arbeite, muss ich auch die Verantwortung tragen. So sehe ich das. Das ist der härteste Job an der Sonne. Und wer diesen Job haben will und wer diesen Job ausüben will, muss natürlich in der Altenpflege, weiß jeder, auch damit leben. Einfach ist es nicht. Ja. Wenn man ganz junge Menschen hat, zwischen 18 und 19 Jahre, die sich verpflichtet fühlen, diesen Beruf auszuüben, kann man nicht verlangen, dass sie natürlich mit alten Menschen, denen da plötzlich irgendwas widerfährt, dass sie dann ziemlich gebrechlich plötzlich sind, dass sie in einem Bett liegen müssen. Und ja, dann ist klar, ja, dann ist klar, dass die dann überfordert sind. Aber Leute, die das gelernt haben und ein gewisses Alter haben, ab 40, 50 plus, sollten an sich ihren Beruf im Griff haben und sollten mit solchen Situationen umgehen können. So, ich habe mich öffentlich geoutet. Ich hoffe, es kommen auch mal wieder spaßige Zeiten. Und man kann in diesen spaßigen Zeiten irgendwie wieder was Tolles machen. Ich sage einfach nur Danke für die Anteilnahme. Und ich versuche jetzt das Beste daraus zu machen. Die Videos haben auch einen Sinn, gemacht worden zu sein. Einmal so eine leichte Therapie für mich, um überhaupt das Ganze zu erfassen, was da mir suggestiv am Telefon da mitgeteilt und wie mir das alles mitgeteilt wurde und all solche Sachen. Ja? Also ich fand das schon jetzt ein bisschen makaber, das muss ich einfach mal sagen. Und das werde ich auch der Ärztin sagen, ja, wenn einer stirbt oder im Sterben liegt und ich soll mich verabschieden, es könnte sein, dass er gleich weg ist und 4 Tage später unterhalte ich mich mit der Person immer noch, dann finde ich das ein bisschen makaber. Ja, also ich finde das, ja doch, finde ich makaber. Und ja, das letzte Wort ist darüber, glaube ich, noch nicht gesprochen worden. So, ich bedanke mich bei Facebook, bei den Kunden, bei den Zuschauern. Wir alle tragen dasselbe Kreuz, merkt ihr? Auch ich muss mein Kreuz tragen. Und ich habe hohe Anteilnahme an meinen Kunden, eine sehr hohe Anteilnahme dessen, was meine Kunden da alles tagtäglich erleben. Ich möchte auf diesem Weg nur kundtun. Auch ich erlebe sowas und bin auch manchmal unfassbar, was da manchmal abgeht. Ich sehe auch, wie aufgelöst. Also zu Weihnachten, zu Ostern, Todesfälle, auf Feiertage, auf Sonntage, auf Geburtstage. Ja, der Tod sucht sich die Zeit nicht aus. Das ist es ja. Ja, wie gesagt, meine Schwester übernimmt jetzt erstmal die zusätzliche Pflege mit dem zusätzlichen Essen. Wir schauen uns das Ganze jetzt auch mal an. Mal unverhofft aufkommen. Man weiß ja immer zu gewissen Zeiten, wann wir auftauchen. Ab dieser Woche tauchen wir auf und schauen uns das ganze Spielchen da an. Ne? Weil Mutter ist klar, Mutter spricht, Mutter weiß, was vorgefallen, aber ne, war mit uns so vorgefallen und fragt auch mich immer. Ne? Ist klar, wenn man schwach ist, kann man nicht satt sprechen.
ja, wenn man schwach ist, ist man schwach. Da kann man kein Tango tanzen. Tut mir leid. Ja? Das geht nicht. So, der junge Mann, der jetzt Dienst macht, der hat mir versprochen, dass er mit der Mutter jetzt den sogenannten Toilettengang macht und alles. Und mir ist, wie gesagt, auch aufgefallen, also in einem Altenheim, wo eine Bettlägerigkeit stattfindet, Stufe 5, da sollten die an sich auch medizinisch irgendwie, aber sind sie nicht. Ich rede mich nicht auf, Mutter hat sich das ausgesucht und ich kann es jetzt nicht ändern, ob ich ein anderes Heim anfahre oder so, keine Ahnung, ich muss mir das angucken. Wie gesagt, die Mutter ist zwar schwach, ja, ist klar, weil die Ärzte da Mist gebaut haben, ja. Mit den Ärzten bin ich halt auch noch nicht klar. Die müssen sich noch erklären, wo sind die Papiere, Entlassung, nichts, gar nichts, einfach. Ne? Und das sind so Sachen. Ja, keiner weiß Bescheid, wie lange sie das Pflaster trägt oder tragen muss. Keiner weiß da Bescheid. Ne? Die machen ihre Pillekes fertig da, die sie dann nehmen muss und so weiter und so fort. Also, das hat sich da nichts, außer dass man ihr Gewicht weggenommen hat. Ja, ist so. Falsche Diagnosen haben dazu jetzt geführt. Ja? Eine zahnzerbrechliche Person, ja, so mit umzugehen, also da bin ich noch nicht fertig mit. Ja? Ihr wisst genau, dass jeglicher Eingriff einer Körperverletzung gleicht und ich sehe hier eine Körperverletzung und da werde ich jetzt mal ein bisschen nachhaken. Ne? Also, ich hoffe, ich muss nicht noch weitere traurige Videos machen, habe ich jetzt auch nicht vor. Ein großes trauriges Video hat ja wohl gereicht. Also an alle Kunden, ich verstehe euch sehr gut, ich darf nur nicht darüber sprechen. An alle Zuschauer, wir versuchen neuartige Sendungen zu machen, ist richtig, die ja also nichts mit diesen Themen zu tun haben. Und richtig, ich bedanke mich natürlich auch für die bei Facebook das aufgegriffen und auch mit diskutiert haben über diesen Vorfall. Recht herzlichen Dank. Wir erleben uns real, virtuell. Ich hoffe, die Woche wird gut. Wir haben das Wochenende mit einer Stunde weniger und das pro Tag.